Hallo Leute, mein Name ist Martin Graham, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Brock Lesnar nicht mehr in diesem Jahr in der WWE zu sehen. Außerdem großer Shitstorm gegen den Sandman rund um Frauenwrestling und vieles mehr. Alles dazu hier. Es gibt ja jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder Leute, die halt sehr unzufrieden mit der WWE sind, aber andere verlängern ihre Verträge. Hier gibt es nämlich zum Beispiel den guten Jerry the King Lawler, der ja aktuell als Raw-Kommentator eingesetzt wird. Dieser hat seinen WWE-Vertrag um weitere 3 Jahre verlängert. Für die dieswöchige WWE Backstage-Episode hat man da einiges geplant. Zum Beispiel gibt es gerade eine kleine Twitter-Auseinandersetzung von Booker T und Macaulay Culkin, den viele von euch wahrscheinlich von Kevin allein zu Hause kennen sollten. Und dieser könnte möglicherweise aufgrund dieses Twitter-Streits dann bei WWE Backstage auftauchen. Ist sowieso WWE-Fan und passt halt in diese ganze Studio-Geschichte gut rein. Ebenfalls angekündigt für WWE Backstage ist Stephen Amell, der in der Promo School teilnehmen wird und dort eine Promo gegen einen WWE-Superstar halten wird. Stephen Amell ist natürlich auch großer Wrestling-Fan und ist ja nicht nur der Star aus der Serie Arrow, sondern auch sehr gut mit Cody Rhodes befreundet und hat ja jetzt auch den Wein von Chris Jericho, A Little Bit of the Bubbly, mit rausgebracht. Und ja, der Wein heißt so, der wird genau so ausgesprochen. Das ist ein Eigenname, das wird so gesagt. Zu diesem Wein, Sekt, wie auch immer, man kann es nicht beschreiben, es ist zu großartig. Dazu gab es jetzt auch sehr interessante Statistiken direkt von Chris Jericho. Dieser hat nämlich geschrieben, dass die Vorbestellerseite durch 19 Server gecrashed wurde und außerdem wurden in den ersten 2 Tagen schon über 10.000 dieser Flaschen vorbestellt. Das ist übelst krank. Es gibt ja leider nicht die offiziellen Aufrufzahlen für das WWE Network, also was, wer, wo, wie viel genau guckt. Aber interessant gibt es immer, dass es eine Aufstellung gibt, was denn in der letzten Woche so am meisten geguckt wurde. Und da sieht man, dass natürlich Survivor Series ganz oben ansteht, aber auf Platz 2 der Stone Cold Podcast mit dem Undertaker. Also nicht NXT TakeOver Raw Games, das liegt nämlich direkt hinter dieser Ausgabe. Und das ist ziemlich interessant, dass mehr Leute diese Broken Skull Session gucken wollten als NXT TakeOver. Dann noch ein kleines Update zu Mauro Ronello. Dieser soll sich nämlich auf dem Weg der Besserung befinden, nachdem sich Corey Graves ja für seine negativen Anschuldigungen entschuldigt hat. Soll das wohl jetzt wieder ein bisschen bergauf mit ihm gehen und dann werden wir sehen, ob er jetzt noch eine kleine Pause braucht oder ob er diese Woche bei NXT schon wieder eingesetzt wird. Wer aber nicht eingesetzt wird, ist Brock Lesnar. Auf jeden Fall ist das der Stand jetzt, denn er wird wohl erst im Januar zurückkehren und dort sein Programm für den Royal Rumble aufbauen. Das heißt, wir haben wieder mal den klassischen Lesnar als Champion, der nicht da ist. Also auch für den TLC Pay-Per-View scheint es wohl so, als würde Lesnar dort nicht auftauchen. Also können wir denn da irgendein tolles Number One Contender Match ziehen und dann kann man direkt danach das Ganze für den Rumble aufbauen, also nicht für TLC. Ich hoffe, dass sie das noch ändern, weil das ist scheiße. Und dann gab es sehr viel Stress für den Sandman. Dieser ist nämlich jetzt sehr negativ aufgefallen, als er nicht gerade gut über Frauenwrestling gesprochen hat. Es gab nämlich bei der WrestleKate Super Show im Main Event ein Fatal 4-Way Match von den Damen. Dort waren Rosemary, Taya, Valkyrie, also die Freundin von John Morrison, Tessa Blanchard und Jordynne Grace. Und backstage hat sich The Sandman, den man ja aus ECW kennt, sehr negativ dazu geäußert, dass Frauen kein Main Event haben dürfen. Dass das absolut nicht geht, wie man sowas machen kann. Und das hat er halt lautstark geäußert und natürlich gab es dafür Stress. Jordynne Grace hat das Ganze dann öffentlich rausgeballert über Twitter und meinte, die Aussage vom Sandman, dass Frauen nicht in den Main Event gehören, war nicht 1998, wie viele vielleicht denken können, sondern es war jetzt im Dezember 2019. Daran sieht man, dass er hier nicht wirklich mit der Zeit geht, denn es gibt im Professional Wrestling schon einige extrem gute Frauen und darunter nämlich genau die, die hier auch in dem Match waren, zum Beispiel Tessa Blanchard, die hat bei Impact gerade Impact-Titelmatches
um den Männertitel. Daraus kam natürlich ein extremer Shitstorm. Zum Beispiel hat sich auch Will Ospreay dazu geäußert. Dieser meinte nämlich, dass es ihm schon oft passiert ist, dass er Frauenmatches geguckt hat und selbst das Bedürfnis hatte, einfach seine Karriere beenden zu wollen, weil es so großartig ist, was er da sieht. Auch Jericho und viele andere haben sich gegen den Sandman hier in dieser Aussage gestellt. Mal sehen, ob es da jetzt noch irgendeine Stellungnahme von ihm gibt. Auf jeden Fall schon mal nicht so nett. So, Freunde, war es das erstmal mit den News. Heute Abend 20 Uhr gibt es wieder einen Livestream mit Star Wars. Kommt da also gerne vorbei. Ansonsten natürlich noch Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kanalmitgliedschaft abschließen und folgt mir auf Instagram, martingrero-89 heiße ich da. Und dann wünsche ich euch natürlich wie immer noch einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Thema Frauenwrestling im Main Event in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.